So, ich gehe mal ganz kurz hier entlang. Lalalala. Ich nehme mal die Abkürzung hier. Wie viel haben wir eigentlich noch? Look at Wallet. Oh. 23 Dollar. Ja, können wir nachher machen. Wir können das nachher machen. Ich speichere jetzt nochmal ganz kurz. Ich bin die Nummer 2. Wir könnten das Casino auch ausräumen. Das Problem ist, danach haben wir nur 250 Dollar. Gut, ist ein sehr kleines Casino. Ist ja nicht Las Vegas, ist ja Lost Wages, also verlorene Wetten. Und da gibt es, glaube ich, nicht so viel. Oder verlorene Einsätze war es, glaube ich, ne? So rum. Okay, wir müssen auf die 4. Etage, wenn ich mich recht entsinne. Dum, du du dum, 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 du 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 dum, du du dum, 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 du 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 dum, du du dum, 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 du 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 dum, ti 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 da 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 ti 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 du ba 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 du du du. Okay, da sind wir schon und da ist die Honeymoon Suite. Look at doors. It's a door just like all others. Okay, mal gucken, was passiert, wenn ich klopfe. You wrap your knuckles on the nearest door. Hey, Scott, die Mädels sind hier. Das ist nicht die richtige Tür, Larry. Okay, nochmal. Was? I gave at the office? Geh weg. I gave at the office ist bestimmt irgendein schmutziger Witz, oder? Ich weiß es nicht. Nicht die richtige Tür, Larry. Oh Gott, Ed, geh in den Schrank, meine Frau. Das ist nicht die richtige Tür, Larry. Mhm. Bobbit, ist das... Bobbit, bist du das? Hä? Bobbit? Nee, Bobbin hieß der Typ von Loom. Okay, der ist Bobbin, nicht Bobbit. Bobbit, okay. Nicht die richtige Tür, Larry. So, was? Frag einfach nicht, Larry. So, nicht die richtige Tür. Oh, Bruce. Oh, Howard. Oh, Terry. Oh, Carrie. Alles klar. Ein fetter Vierer in the process. Gang, bang, gangity bang, gang, gang, gangity bang. So, I gave it the office. Okay, das kennen wir schon. The smell of rubber. Oh, ist das der Geruch von Gummi? Da riecht es nach Gummi. Okay, ist immer random. Ich dachte, vielleicht kommt noch irgendwas, was wir noch nicht hatten. Don't even ask, aber ich glaube... Oh, get away from him, you big bully, he's mine. Okay, nicht die richtige Tür. Ich gehe jetzt endlich mal in unsere Hochzeitsnacht. Knock. Fawn's delicate voice booms out across the hotel. Also Fawn's delikate Stimme. Du hörst Fawn's delikate Stimme. Nur eine Minute, Larry. Ein Klick öffnet die Tür. Und dann ein Komm rein, die Tür ist offen. Und du rufst Hier komm ich, Baby. Okay. Oh, da sind wir schon. Oh, nice. Look around. Mhm. You are. Oh. Ein Schreibfehler nach all den Jahren. Ein Schreibfehler. You are. Da ist ein Schreibfehler. You are in the Casino Hotel's honeymoon suite. A suite? Sweet? The heart-shaped bed is just waiting for you in Fawn. Das herzförmige Bett wartet nur auf dich und deine frisch angetraute Frau. Das gedimmte Licht liefert die perfekte Atmosphäre. You've always appreciated the early American Gaudi look, was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. There's a radio on the shelf behind the bed. Es gibt auch ein Radio. Look at Fawn. She's so beautiful, you want to do wonderful things too, for her. So, sie ist so wunderschön, du möchtest eine Menge wundervolle Dinge, du möchtest ihr eine Menge wundervoller Dinge antun, für sie tun. So rum. Okay, Radio. Wir können ja mit ihr reden. Talk to Fawn. Weißt du, ein bisschen Wein würde mich in Stimmung bringen, Larry. Okay. Wein. Aber die Frage ist, braucht man dann noch was? Wo kriege ich einen Wein? Ja. Ach so, you close the door behind you and jiggle the knob to confirm it is locked. Okay. Gut, ich hole mal Wein. Ich hoffe, die ist dann noch da. Wie gesagt, ich habe nicht mehr alles auf dem Schirm. Dann fahre ich nochmal mit dem Fahrstuhl. Dim di di dim 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 di 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 dim di di dim 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 di di dim di di dim 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 di di dim di di dim pa 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 ba bam ba ba dam bam 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 ba ba dam ba da dam bam 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 ba ba bam ba ba dam bam bam ba da da pa 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 ba ba ba. Gut, Fahrstuhl ist da. Welchen Wein brauchen wir für Sie? Das ist die Frage. Ich weiß es einfach nicht mehr und ich hoffe, die ist noch da, wenn wir wiederkommen. Das wäre toll.
Ich weiß. Alles klar. Ja. Mein Mund stinkt schon wieder wie die Socke eines Marathonläufers. Use Breath Spray. Alles klar. Wo kriegen wir Wein her? Wir können natürlich den billigen. Sollen wir den billigen Wein, den Fusel nehmen für einen Dollar? Oder sollen wir jetzt welchen von Lefty holen? Ich weiß es einfach gar nicht. Wir können von Lefty auch ein Bier holen. Erstmal, wir können uns das Taxi ja kaum noch leisten. Was wir wieder machen müssen, natürlich, ist erstmal hier. Ich hoffe, das geht. Play Slot. So. Lalalalalalalalala. Wir haben 23 Dollar. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Zehner und speichern dann auf Dreier, heißt der Spielstand. So. Und dann machen wir mal hier den. Dann legen wir wieder los. Alles klar. Sieht gut aus und ich erhöhe auf 20 Dollar. Da haben wir mal zwei. Ja. Da haben wir mal zwei Runden und ich kann gleich wieder. Ja. Ich kann gleich wieder speichern. Dreier. So. 250 Dollar reichen offenbar nicht in dieser Stadt. So, alles klar, das war's nicht. Dreier nochmal geladen und los geht's. Am Anfang braucht man natürlich ein bisschen mehr Glück. Je weniger man hat, desto weniger kann man investieren. Das ist natürlich richtig. So, und desto weniger Puffer hat man auch. Jetzt haben wir nichts verloren, nichts gewonnen. So, Barr. Okay. Und schon wieder haben wir den gleichen Betrag in der Tasche. Kinder, wie ihr seht, seine Existenz holt man nicht aus Münzmaschinen. So. Kinder gucken ja natürlich nicht. Das Spiel ist natürlich erst Hardcore ab 18. So. Nix. Alles klar. Nochmal. 43 Dollar schon wieder. Oh. Ja! Wir haben 130 Dollar, das ging schnell. Okay, dann speichere ich nochmal. Beziehungsweise, weißt du was, ich glaube, das reicht auch schon. Wir müssen es nicht noch weiter auf die Spitze treiben. Ich glaube, das reicht. Wir verlassen das Etablissement. Und ich frage mich gerade ernsthaft, welchen Wein können wir denn nehmen? Ich weiß es nicht. Sollen wir den vom Convenience Store nehmen? Diesen 1-Dollar Wein? Aber der ist ja echt scheiße. So, zack. Du. Hätte ich das mal gewusst. Oder wir holen jetzt noch Wein von Lefty. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der ein Connoisseur des edlen Tropfens ist. Kann ich mir aber eben irgendwie nicht denken. So. Okay, 12 Dollar bezahlen wir natürlich und dann ciao. So, Quickie Mart. Vielleicht gibt es da auch teuren Wein, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Fawn wird bestimmt keinen billigen Wein mögen. Aus irgendeinem Grund glaube ich das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Look at wine. You don't have it. Alles klar. Get wine. Cheap wine. Okay. Gibt es hier auch einen guten Wein? Get wine. Nee. Get liquor. Doch, ist richtig. Not here, this place is too expensive. Was? Für unsere liebe Frau? Okay, ja, dann. Okay, you pay. So, 1 Dollar, ciao. Dann haben wir den billigen Wein. Ich weiß aber nicht genau, ich glaube, der wird es nicht sein, oder? Ich meine, ist eigentlich egal. Was passiert, wenn wir ihren billigen Wein bringen? Wir können es mal ausprobieren. Warum nicht? Wir haben es ja auch nicht eilig. Wir können ja auch mal den billigen Wein bringen. Enter Cap. So. Und weiter geht's. Hang on, Larry. He's swearing. Was? Ich glaube, der hat gerade meinen Wein gesoffen. Was? Ich glaube, der hat unseren Wein gesoffen. Ich habe das gerade weggeklickt, weil ich dachte, da kommt das gleiche wie immer. Der hat unseren Wein weggesoffen einfach. Den 1-Dollar-Wein hat er weggesoffen. Der ist es wohl obviously nicht. It seems a bridge abutment, was immer das ist, has brought your game to a sudden stop. Remember, Larry, friends don't lend cabbies drive drunk. Alles klar und wieder tot. So viel dazu. Ich nehme an, der Wein wird es nicht sein. Ja, okay. Exit. Ciao. Das ist ja großartig. Hat ja gut geklappt. Ich könnte mal ausnahmsweise so ein bisschen. Guck mal, das geht. Das ist noch alles okay, oder? Taxi. Aber wo kriege ich den anderen Wein her?
Ich weiß es gerade gar nicht. Enter Cab. So, vielleicht aus der Bar. Es ist so lange her. Ich weiß es einfach nicht mehr. Jetzt muss ich selber gucken, wo ich Wein herkriege. Alles klar. Wir haben im Casino gespeichert. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir vielleicht bei Lefty was kriegen. So, $10. Pay. Exit. So. Den Fusel können wir auf jeden Fall nicht nehmen. So viel wissen wir schon mal. Mal gucken, ob wir den Wein auch mitnehmen. Buy wine. May I please have a glass of your delicate white Zinfandel, Sir? Fragst du Lefty. Der gute Zinfandel. Oh, war das deine Stimme? So, wir nehmen Zinfandel, den guten. So, mach $3 und du packst sie auf den Tisch. So, und du nimmst den Wein auch mit. Was? You tell Lefty, I find this impudent and sassy, with the slightest hint of impertinence. Impudent and sassy. Oh Mann, ich wünsche, ich könnte das alles so richtig übersetzen. Die Worte sind so toll. Oh Mann, hat so ein bisschen Family Guy Charakter, oder? Mit einem leichten Hauch von Impertinenz. So, he gazes at you longingly and moistens his lips. Was? Suddenly you feel a little woozy? What? Was ist da gerade passiert? Blablabla, Course Thursday is uniting the barrel. Alles klar, Schnauze. Wallet, Pocket Line, Pocket Wipe, lalala. Warte mal, habe ich den getrunken? Ich trinke nochmal einen. 92 Punkte haben wir. Ich dachte, ich nehme ihn mit. $3. Ach, you delicately sip the wine until it's all gone. Okay, alles klar, wir haben den gesoffen. This one tastes even better than the last. One more sounds like a good idea. Alles klar. Weißt du was? Wir testen es einfach mal. Wir nehmen uns den Fandel. Der hält die Fresse. Hier links nehmen wir uns, der hält die Fresse einfach nicht. So, $3 und nochmal hier. Schön. One more sounds like a good idea. Alles klar. Wir bestellen noch einen. Okay, ich glaube, viel mehr passiert nicht. One more sounds like a good idea, aber ich frage mich, was passiert, wenn wir aufstehen. Blablabla. Und da standen das Schwein und die Kuh. Okay. So, $3. Und da haben wir es. Okay. Stand. Du fühlst dich ein bisschen leichtköpfig. Ein bisschen so. Ich kann meine Schritte gerade nicht kontrollieren. Er geht gerade selber. Ich vertrage viel Alkohol. Es ist nur, dass die Welt mich nicht verträgt. Alkohol verträgt mich nicht. Hä? Wand. Huch, ist das hier die Tür? Kann ich aus der Tür raus? Nee. So, kann ich mich wieder fangen? Ich kann einigermaßen in die Richtung gehen, aber nur ein bisschen. Ich bin echt hardcore besoffen. So, ich versuche mal hier oben wieder. Zum anderen besoffen. Ich komme. Junge, bist du besoffen. Alles klar. Ich kann gerade nicht. Ich kann nicht gerade gehen. Ich kann den Raum auch nicht verlassen. Es geht einfach nicht. Ich versuche in einen anderen Raum zu kommen, aber es geht nicht. Die Frage ist nur, ob er sich jemals wieder fängt. Kann ich kotzen? Oh, ich kann gerade nicht mal was schreiben. Hört er auch jemals wieder auf, besoffen zu sein? Ich meine, ich war schon ein paar Mal besoffen, aber so habe ich mich nie bewegt. Ganz ehrlich. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so bewegt, wenn ich besoffen war. Darf ich jetzt wieder? Nein. Ich kann immer noch nicht. Er macht immer noch alles automatisch. So. Alles klar. Du schüttelst deinen Kopf und säuberst die Spinnenweben und kannst wieder in deinem normalen, geilen Hengstseil herumlaufen. Alles klar. Ich nehme an, der Wein war es wohl nicht. Diesen Wein können wir nicht mitnehmen. Fuck, wenn ich jetzt nur noch wüsste, welcher Wein es war. Wo kriegen wir denn Wein her? In der Disco war nichts. Im Kabarett vielleicht? Kriegen wir vielleicht Wein aus dem Kabarett? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber da kann ich auch laden, ganz ehrlich. Da muss ich hier nicht. 92 Punkte, ich hoffe, die haben wir dann gleich immer noch. Jo, haben wir immer noch. Alles klar. Ich guck mal kurz im Kabarett. Da muss ich ja nicht, ne, muss ich nicht extra einen Spielstand laden. Hier mache ich wieder fast. So, gucken wir mal ganz kurz. Flump. Wo krieg ich den Wein her? Oh, ein Comedian. Mein Opa, der Farmer, was? Finally got himself one of those latex ladies. Mein Opa, der Farmer, hat sich eine Gummipuppe gekauft. Was? Den anderen Tag singt er plötzlich ein Lied.
Der Bauer in der Puppe, der Bauer in der Puppe. Das ist ganz furchtbar. What's the matter, folks? Am I keeping you up? Ah, oh, der ist, boah, der ist ja furchtbar. So. Okay. Ich habe meinem Psychologen erzählt, niemand schenkt mir Aufmerksamkeit. Und dann schaut er mich an und sagt, wann kamen Sie denn hier rein? So, was sind Sie da draußen, ein Gemälde? Okay. Have you seen that new R-rated movie about midges? It features full runtle nudity. Was ist runtle? Ich habe keine Ahnung. Okay, ja, die Witze sind super. Die Witze sind echt, wow. Was mögen Lesben am liebsten an ihrem Sex? Schmeckt gut. Was? Lesfilling? Macht nicht so voll. Schmeckt gut. Macht nicht so voll. Ja, this is the A-Stuff. Mm, das sind die besten Witze. Okay. Mein Sohn hat ein Problem mit zwanghafter Masturbation. Sein Psychologe sagt, er ist total bekloppt geworden. Ach, wacky. Ah ja, alles klar. Ja, ach, was ist da? My secretary is both ambitious and horny. Today she asked me for a salary on next week's advance. Was? Ich will nicht hier sein. Da oben wartet eine schöne Frau auf mich. Ich brauche Wein. My brother just moved to San Francisco. He was really lonely when he lived here, but now he's up to his ass in friends. Jetzt steckt er bis zum Arsch in Freunden. Mein Bruder ist nach San Francisco gezogen. Er war hier wirklich, also war wirklich einsam, während er hier lebte, aber jetzt ist er bis zu seinem Arsch in Freunden. Dazu muss man sagen, San Francisco ist so ein bisschen die klischeemäßige Schwulstadt. Ja, ich verstehe. So. Ich hätte niemals meinen Job aufgeben sollen. Ja, es ist furchtbar. Ich setze mich mal anders hin. So. My son just got kicked out of his co-ed college boarding house. Okay. He got caught spreading rumors. Oder warte mal, weißt du was? Clap. Danke, danke. Wisst ihr, Leute, es wird einfach nicht besser. Alles klar, ich geh mal. Ich krieg hier keinen Wein. Ich bin gerade von Coarse Gold hier reingeflogen. Coarse Gold war übrigens die Stadt, glaube ich, in Gold Rush, in einem weiteren Sierra Adventure. Da gab es die Stadt namens Coarse Gold. Ich glaube, da war das her, oder? Oder täusche ich mich gerade? Ich weiß es nicht. Mann, meine Arme sind echt... Ach, ich muss raus. Die Witze sind echt furchtbar. Die sind wirklich richtig, richtig furchtbar. Wo kriege ich Wein her, verdammt? Wo kriege ich jetzt Wein her? Wir haben echt nicht so viele Locations. Wir haben die Disco, da gibt's gar keine Drinks. Wir haben den Liquor Store. Wir haben die Bar, wo wir selber saufen. Wir haben nichts zu trinken, ne? Wristwatch, Breathspray, Wallet, Apple, Prophylactic, Pocket Knife, Hammer, Jux Magazine. Wo kriegen wir Wein her? Wir haben drüben noch die Prostituierte, bei der gibt's die Candies, haben wir mitgenommen. Aber Alkohol gibt's da sonst, glaube ich, nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es da irgendeine Flasche gab, die Rose im Badezimmer. Wo gibt's Wein? Außer... Den anderen Wein nimmt er nicht, ne? Den im Laden. Pff. Ich probiere es nochmal im Laden. Ich weiß sonst echt nicht. Okay, die Show gerade hätte man es schenken können. Ich probiere es nochmal im Laden. Ich weiß es echt nicht mehr. Es ist tatsächlich ein bisschen... Achso, Enter Cap. Es ist tatsächlich ein bisschen länger her. So, Store. Ich meine, wo könnte man denn sonst hin? Von dem einen haben wir das Messer, von dem anderen haben wir... Ich überlege gerade, wem wir alles Alkohol gegeben haben. Dem einen haben wir die Fernbedienung, von dem anderen haben wir das Messer. Aber die haben ja selber keinen Alkohol dabei. Macht auch gar keinen Sinn, sonst würden wir es selber trinken. So, get out. Get out. Was macht das Telefon hier eigentlich? Look at telephone. Oh, there's some numbers scribbled on the side of the telephone. The only thing legible and printable is 5556969. 5556969. Try dialing the telephone. Dial telephone. 5556969. Okay. Was?